Fürstlich-fürstenbergische Weihnachtswelt in Donaueschingen. Eigentlich hat nur noch der Schnee als Zuckerwatte gefehlt. Ansonsten war es wie gewohnt eine der Veranstaltungen, die man in der vorweihnachtlichen Agenda einfach nicht verpassen durfte. Ich hoffe, gute Geschäfte vor allem, weil das brauchen wir alle vor Weihnachten. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Besucher kriegen wie nächstes Jahr, weil dann haben wir auch einen kleinen Erfolg. Und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende mit uns und hoffentlich auch nächstes Jahr wieder, falls ich nicht bei allen jeden Danke sagen kann am letzten Tag. Zum Wohl, alle. Ich begrüße unseren Oberbürgermeister, der gerade reingekommen ist. Kommen Sie zu uns, Herr Oberbürgermeister. Ich glaube zwar nicht, dass ich viel hinzufügen kann durch Lauf. Liebe Frau Tritschler, liebe Ausstellerinnen, liebe Aussteller und Besucher der Weihnachtswelt hier im Fürstenberg Marstall. Ich möchte vor allen Dingen eine schöne Fortsetzung dieses tollen Erfolges wünschen. Die Fürstenberg Weihnachtswelt sind eigentlich von Anfang an etwas Besonderes gewesen. Allein schon, weil das Ambiente etwas Besonderes ist. So etwas kann man nicht aufbauen, so etwas kann man nicht kaufen, das kann man einfach nur haben. Nach dem obligatorischen Begrüßungstrunk für die geladenen Gäste, Aussteller und die zahlreich erschienenen Pressevertreter wurden dann um 12 Uhr die Pforten im Marstall für die Öffentlichkeit geöffnet. Christian zu Fürstenberg informierte sich am Fidel-Didu-Stand über den Fortschritt der Aktion, bevor auch weitere Stände seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Jetzt mal eine Frage, eine persönlichere Frage. Und zwar steht ja Weihnachten bald vor der Tür. Und da stellt sich mir die Frage als Veranstalterin, kommen Sie da überhaupt in irgendein Weihnachtsfeeling? Wie gehen Sie damit um? Also das fragt mich jeder und jeder fragt mich, kannst du überhaupt noch Dekorationen sehen oder wie dekorierst du daheim? Also es ist so, wir bauen hier, eine Woche später ist hier alles wieder abgebaut, dann kommen die Tiere wieder rein und dann fange ich bei mir daheim an mit Dekorieren und dann komme ich schon in Weihnachtsstimmung auf jeden Fall, ja. Also ich bin jedes Jahr hier und ich bin auch jedes Jahr begeistert, weil sich die Fürstenberg Weihnachtswelt wunderbar weiterentwickelt hat von Jahr zu Jahr. Und weil es einfach eine besondere Form des Weihnachtsmarktes ist. Woran erkennt man das, dass sich ein Markt weiterentwickelt? Sind mehr Stände vorhanden? Genau, zusätzliche Aussteller, das Sortiment wird vielfältiger. Es gibt immer wieder mehr Interessenten und es führt natürlich auch zur Attraktivitätssteigerung des Marktes. Kommen Sie überhaupt in Weihnachtsstimmung? Kommen Sie einfach in Weihnachtsstimmung? Ah ja, und das hilft wahnsinnig. Gerade so im Markt, die Gerüche, die Lichter, möglichen Weihnachtsschmuck für den Baum, die man sich dazu kaufen kann, das ist alles wunderbar. Früher war ja Weihnachten noch eine etwas noch feierlichere Gegebenheit. Wie sehen Sie das? War Weihnachten früher wichtiger und schöner, als es heute ist? Vielleicht war es etwas weniger materialistisch. Dass man von der Großmutter ein großes Geschenk bekommen hat und dann noch eins von den Eltern und das war's. Auch heute kriegen die Kinder, denke ich, viel mehr, aber man muss es auch nicht so sehen. Viele kriegen praktische Geschenke, die sie sonst eh kriegen müssten. Die warmen Socken oder die Schuhe oder ein neues Paar Ski oder was immer. Also es ist einfach die Idee, das Schenken, das Geben, das alles mit Weihnachten zusammenzubringen, auch wenn es materialistisch ist, sehr viel Liebe auch dahinter. Findest du diesen Weihnachtsmarkt hier, dass ihr einen Stand habt? Ja, das ist natürlich erstmal super, dass wir den Stand bekommen haben überhaupt. Da, glaube ich, bedanken wir uns besonders bei den Organisatoren, die das möglich gemacht haben. Ich komme hier dazu, weil ich für Fidel-Didu, diesen kleinen Elfen, der ja quasi den Kindern die nachhaltigen Energien und den Umweltschutz und die Kinderrechte vermitteln möchte, quasi Lieder geschrieben habe, die für die Kinder von 4 bis 10 Jahren geeignet sind, ihnen eben diese Inhalte zu vermitteln. Wie lange hat es gedauert, so ein Album aufzunehmen und ist wahrscheinlich auch richtig schwierig mit kleinen Kindern was aufzunehmen, die ja immer rumspringen und eigentlich nicht das machen wollen, was man ihnen sagt? Ja, es kann theoretisch schwierig sein, aber man muss sagen, die Kinder, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, die waren also wirklich topfit und haben also einen Disziplinantrag gelegt, wo sich viele große Künstler wahrscheinlich eine Scheibe abschneiden könnten. Von daher war das eigentlich ein reines Vergnügen, die Produktion. Wir sind hier bei Fidel-Didu. Was ist Fidel-Didu? Ja, das ist für Kinder von 4 bis 10 Jahre, also Kindergarten und Grundschule. Für die haben wir das Ganze konzipiert. Und auch für die Lehrer und Erzieher und die Eltern ein bisschen Hilfe, wie kann man so erneuerbare Energie so junge Kinder schon weitergeben? Was kann man umweltschutzmäßig schon mit so jungen Kindern machen?
Wozu das alles gut ist, erkläre ich euch im Nu. Viel Applaus konnte Marco und die Elfenbande bei dem zahlreich erschienenen Publikum einheimsen. Die Truppe präsentierte die erste CD mit 6 Liedern und 6 Hörgeschichten rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich der Veranstaltung. Singen wir der Schmuddelmasse dieses Lied. Der Auftrag, ja, alle Kinder reichlich zu bescheren und zu beschenken. Und die Route nicht so oft benutzen. Wie lange gibt es den Weihnachtsmarkt hier überhaupt schon? Also unseren Weihnachtsmarkt gibt es seit 5 Jahren jetzt. Seit 5 Jahren haben wir uns gedacht, was machen wir? Der Stall steht im Winter leer, was machen wir hier? Und es bietet sich einfach an, in diesen Räumlichkeiten eine Ausstellung zu machen oder einfach einen Markt zu veranstalten. Ist es ja so, dass da 12 verschiedene Schichten kommen. Zuerst die Kreideschicht flüssig und dann kommen, also Leimschicht, dann Kreideschichten. Dann kommt dann noch 2 Schichten Poliment. Und es muss natürlich immer einzeln erst getrocknet werden. Und dann kann man das Gold erstmal auftragen, 24 Karat. Schaffen Sie es überhaupt, in Weihnachtsstimmung zu kommen, jetzt da Sie hier so richtig viel zu tun haben und Weihnachten ja doch noch eine Zeit lang hin ist? Also ich versuche das schon. Ich habe 2 Jungs im Alter von 6 und 9 Jahren. Und dass wir uns schon die Zeit nehmen, wir haben schon Kekse angefangen zu backen und wir haben da so die Highlights, die wir immer wieder miteinander machen, in der Wohnung dekorieren und das machen sie mit mir. Und da kommen wir so ein bisschen runter vom Alltagsstress, auch die Kinder, und spinnen uns so Richtung Weihnachten schön langsam. Nicht nur glänzende Kinderaugen, auch in die Jahre gekommene Kinder bestaunten die dekorativ präsentierten Geschenke und Leckereien an den vielen Ständen.